Oh Gott, ist der Ausschlag laut. Hä? Na, warte, warte. Eins muss ich an der Stelle klären. Wir sind nicht zu zweit. Ja? Wir sind zu viert. Wir sind zu viert, ja. Jetzt erstmal stimmt, weil er es selber nicht weiß. Aber, also, mit ihm meine ich mit Kunstplay. Weil ihm habe ich das vorher auch noch nicht gesagt, dass ich da nicht da bin. Ja, und bei mir herrscht wieder Resignation, weil ich zwischenzeitlich jetzt eine Hitman-Folge aufgenommen hatte. Also gestern nach der anderen Aufnahme habe ich gleich noch Hitman aufgenommen, weil da ein schwer zu fassendes Ziel wieder bereit war und ich das halt gleich aufnehmen wollte. Und jetzt hat er das nicht umgestellt und meine Tastatur hat eine richtig geile Eigenschaft, und zwar wenn du den PC startest. Nein! Doch, auf jeden Fall. Bist du tot? Bist du tot? Bitte sei tot. Ach komm schon, bitte sei tot. Tu mir den Gefallen. Du stirbst in jeder Folge. Was ganz noch was Schlimmeres. Ich meine. Deine Items sind weg? Nee, mein Buch ist weg. Hey, das ist doch Visum hier. Nee, das ist das. Das ist das Videos. Ja, auf jeden Fall hat meine Tastatur eine super geile Eigenschaft. Also so oder so hätte ich jetzt die Aufnahme nicht aufgenommen. Das sind nur die ersten 3 Minuten, es geht noch, ich schneide halt kurz den Anfang rein, sag halt sorry, tut mir leid und so weiter, bla bla bla. Ja, meine kurz zurück zu meiner Tastatur, die hat eine super tolle Eigenschaft, wenn du den PC startest. Also eigentlich merkt sie sich den letzten Zustand, also sprich das Spieleprofil, was du geladen hast, sowie das den Zustand des Numpads und halt ja die ganze Tastenbelegung, die Makros und so weiter. Aber warum auch immer, ich verstehe es nicht, zum Start des PCs ist das Numpad aus. Und dummerweise habe ich leider auf der Numpad-Komma-Taste halt meinen Aufnahmenstart. Okay. Gut, das heißt jetzt, ja, 3 Minuten weniger Video, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist mal was Neues. Kann ich ja das Video sogar heute noch machen, cool. Heftiger Shit. Heftiger Shit goes wrong. It's just a prank! It's just a... Okay. It's so. A social experiment. Nee, jetzt komm. It's just a social experiment. The biggest Frage der Welt. The biggest Frage der Welt. Wie kann das sein? From men of the world. Wie kann das sein, Leute? Auch da draußen und auch an dich. Wie kann das sein, dass ich am Mittwoch mein PC noch 200 MB frei hatte, obwohl ich Allahu Akbar, Jihad. Ah, no, aber ich lese jetzt. Ja, obwohl bitte. Alleine, wo ich ins Krankenhaus ging, ich allein schon mehr Speicher. Das Witzigste ist ja, ich habe gerade 2-3 Spiele gelöscht, habe dann mal nachgeguckt. Okay, hat sich nicht viel verändert. Gestern Abend gab es ein Update von Windows. Und ich... Ja, was installierst du denn Windows-Updates, Alter? Was ist schief mit dir? Das macht man nicht. Ich will nicht sagen, aber irgendwie habe ich jetzt auf immer 300 MB mehr Platz auf dem PC. Digga, du hast endlich mal deine YouPorn-Sammlung gelöscht. Warte, ein kurzer Applaus für dich. Okay, war schon viel zu lang, tut mir leid. Geh runterholen. Hä, ist die Musik schon zu Ende? Nee, das hat mich jetzt auch gewundert. Eigentlich könnte ich auch nebenbei auf den Fernseher gucken, denn ich gucke nämlich gerade Fußball drin und dann läuft ja die Zeit. Achso. Aber ich weiß es nicht. Ich dachte schon, eigentlich könnte ich nebenbei auch auf den Fernseher gucken, da läuft gerade YouPorn. Aber ich fällt gerade auf, das ist das letzte Lied. Ungefähr. Ja, das ist das letzte Lied. Das ist gar kein Problem, wir sind auch schon bei 7,5 Minuten. Naja. Theoretisch. Nee, bei 7. Du hast 10 Minuten so Zeit und deswegen passt es dann, dass es jetzt das letzte Lied ist. Ja, wie gesagt, das ist jetzt aus dem Krankenhaus, aus dem Elend raus. Und ja, gut, ist viel passiert in der Zeit. Ich probiere die jetzt mal aufzuhängen. Geht das jetzt, wenn ich hier und in der Overworld hinhängen kann? Jetzt gucke ich mal. Ob das interdimensional funktioniert, ja, kann ich dir nicht sagen. Das habe ich nicht gelesen. Raus. Jedenfalls ist ja viel passiert und alles mögliche. Witzigste ist ja auch, Mafia ist bei mir jetzt ein Fernsehprojekt. Das wisst ihr jetzt noch nicht.
Ja, das ist total lustig. Ha, 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 hab ich mich weggehauen. Es ist Entschuldigung. noch nicht, dass Mafia fertig ist. Das ist erst ein paar Perls fertig. Die mal Mafia gucken. Und Wer guckt denn schon dein Mafia-Projekt? Pah, ja, Kinderkram. sobald irgendwie was mit Porno kommt, ist es wieder so oft angeguckt, dass ich das kaum verstehe. Du musst übrigens auch rote Kreise raufmachen und titten. Das kommt richtig gut. Das ist wirklich, du musst mal in die YouTube-Charts Ja, gucken, in das die ist. aktuellen Uploads. Du siehst nur rote Pfeile, Kreise und Titten. Richtig genial. Das ist irgendwie diese, okay, Logik YouTube. Ich möchte an dieser Stelle auch mal kurz meine Meinung dazu sagen. Ich finde das so schwachsinnig, ey. Wirklich, keiner guckt heutzutage mehr Videos wegen dem Inhalt, sondern nur noch wegen dem Titel. Ja, irgendwie. Und wegen dem Thumbnail. Wieso? Wieso, Leute? Wieso ist das so? Also ich meine, das Video wird wahrscheinlich auch so eigentlich gar keiner gucken. Ist mir aber an der Stelle egal. Irgendwann werden es Leute gucken. Und die Frage geht jetzt einfach mal generell an euch. Ich weiß nicht, ob Es das ist. jetzt in dem Moment, wo du da draußen gerade jetzt dieses Video hier schaust, weiß ich nicht, ob das noch ein aktuelles Thema ist. Aber trotzdem, nehmt es euch mal zu Herzen, denkt mal drüber nach, warum kann das so Du musst es sein? dir vorstellen, wenn irgendwas mit Porno oder so drin ist, dann ist eben oft angeguckt. Das ist irgendwie. Da denken alle Tüten. Oh, könnte ich mir erstmal einen runterholen? Obwohl da gar nichts drin ist. Das ist dann, wenn du dann schreibst, yay, ich sterbe, dann denken sich manche, oh, der stirbt und was soll denn das? Ja, na und? Ja, ist wirklich so. Weil Als Obi-Obi in dein Mundi, heutzutage geht ey. noch, du musst dir die Jugend vorstellen, die denken jetzt nicht mehr, oh geil, jetzt kann ich hier mit Titten oder sowas hier endlich mal wieder was angucken, was. Doch, genau das denken Okay, die. mit dem Spiegel tue ich mir noch mal gucken, aber jetzt haben wir einen schönen Spiegel bei Orten. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Es ist nicht Schreck, denn der ist Ach, ich schrecklich. habe dich letzten Part bei mir irgendwie beleidigt halbwegs. Oh Mann, das Weil war, oh du Mann. überhaupt nicht weitergebaut hattest. Ich weiß, ich hab's gehört, ich hab den Anfang von deinem Ich Video gesehen. stand da hinten, hab gesagt, hä? Hab dann das hier rüber geguckt, hab gedacht, hä, der hat gar nicht weitergebaut. Nee, da drüben habe ich ihn gar nicht weitergebaut, hab da drüben, hä? Ich habe auch nicht viel weitergebaut, das war eine Folge. Respekt. Das war nur die Infofolge von die erste Infofolge von 5 bis 7 Minuten. In der zweiten habe ich gar nichts gemacht. Da bin ich nur rumgeflogen und habe das halt als Info rausgezimmert. Weil da halt die Info im Vordergrund steht, ist ja klar, keine Frage. Die Musik ist zwar jetzt gerade alle gewesen, aber kurz, Infopart möchte ich noch was ergänzen, was Infopart, den werde ich zwar jetzt verlinken, aber es kleine Ergänzung, es lief so, ich wurde mit Schmerzen eingeliefert und dann hieß es, okay, sie bleiben jetzt hier. Nach 2 Tagen hatte ich keine Schmerzen mehr gehabt. Lag es an den hochdosierten Schmerztabletten, die ich hatte, oder lag es, weil es weg war, keine Ahnung. Am Anfang waren jedenfalls die Werte oben, die für eine Herzmuskelentzündung da waren. Am Ende waren sie so weit unten, dass sie normal waren und eine Virusentzündung, also ein Virus ausgemacht worden, also gedacht worden ist. Deswegen etwas 1 Woche sollte ich mindestens drinnen bleiben. Danach sollte ich aber noch Blut abnehmen, Oh. Urinprobe abgeben. Die war in Ordnung, so was sie schon mir gesagt haben. Aber dann haben sie gesagt, gut, für 2 Tage brauchen sie jetzt nicht hier rauskommen. Lassen wir sie hier drin. So ist das bei mir angekommen. Und dann kam das MRT. Danach war aber das Blut schlecht. Das Oh, Blut hat nicht dann schon wieder. gesagt, ja. Das Entschuldige. Blut hat dann gesagt, okay, ihre Leber ist schlecht. Ja, genau deswegen. Ich bin schon am Töten. Warte, ich hab's gleich. Oh, ich wollte mal ausprobieren. Warte, 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 Ihre hier. Leber macht jetzt langsam die Fliege. Also ich habe mir auch den Wert angeguckt. Das Ja. war. Und ich hab ihm auch noch gesagt, trink nicht so viel Alkohol. Er wollte nie auf mich Was ich hören. ausgemacht habe, war eine Bierflasche, Nie. die ich aufgemacht habe. Zu Hause. Siehst du? Siehst du? Ich wusste es, du Alki. Jedenfalls, ich bin 3 Wochen jetzt erstmal krank geschrieben, darf nichts machen, nichts schwer heben. Und habe anscheinend noch etwas, eine Entzündung im Hals und dazu noch soll mein Unterkiefer, Schnupfen. ja, das auch,
Dazu soll auch noch mein Unterkiefer angeblich wehtun, weil das irgendwas ist. Und meine. Ja, dir tut dein Unterkiefer weh, aber der tut mir gar nicht, der tut dir Alle weh! die weißen Zähne müssen raus. Das haben sie gesagt. Oh, das ist Also wir sollten scheiße. jetzt langsam raus. Da bin ich bis jetzt noch glücklich drum Die haben sich rumgekommen. das angeguckt. Es müsste jetzt lang, könnte jetzt langsam mal, weil später freuen die sich, weil sie da viel zu tun haben. Und ich freue mich, weil es nur noch mit Schmerzen und lange zu tun hat. Also weil es lange zu tun ist. Im Krankenhaus hätten sie es machen können. So, aber weil ich nicht so Wenn wir viel jetzt Zeit habe, würde ich sagen, jetzt geht der Part auch dem Ende entgegen. Wir haben ja genug Zeit, jetzt vertrödelt Da würde ich jetzt sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob der ganze Part gefallen hat. Geht natürlich beim Kurzplay auch auf den Infobutton, den ich hier oben verlinkt habe. Geht natürlich auf seinen Kanal und schreibt, hey, willkommen auf seinen Kanal. Und weil er nicht weiterreden kann, lasst Kritik, Kommentare und Bewertung da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Und schaut auf jeden Fall beide Views an. Es ist immer wieder interessant, wie viel unterschiedliche Scheiße wir bauen. Oder halt, ja, eben nicht bauen, sondern craften, was auch immer. Ist, ey. Blitz. Hörst du War auf, mich Blitz. Hast du Schaden abzuschießen? bekommen? Na, natürlich nicht. Gut. Digga, ich hab Max Rüstung. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Du musst doch langsam Schaden nehmen, oder ist das so schwach? Darf ich mal? Du bist wanted. Pussy. Nö, tschüss. Den behalte ich jetzt. War na gut, hier einmal. Ja, 1,5 Hertz. Gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.